We're here. Und damit, hey ho und let's go mit We Were Here, einem wunderschönen Koop-Game. Und mal sehen, ob wir auch direkt durchstarten können, wenn ich mal etwas finden würde. Ah ja. Hallo? Ist praktisch, wenn die Steuerung nicht am Anfang steht. Ah. Hey ho, bin am Dingsbums. Wie heißt das Ding? Walkie Talkie. Over. Hey, ich hab meine Einstellung soweit fertig und bin auch am Walkie Talkie. Over. Supidupi, hat ja auch lang genug gedauert. Dann können wir jetzt schauen, ob wir das Rätsel schaffen. Over. Alright. Links vom Walkie-Talkie war ein Buch. Kleinen Moment. Da sind Zeichen auf dem Buch. Das ist faszinierend. Steht in dem Buch vielleicht auch irgendetwas, was uns hilft? Over. The Far. Ah. Ja, das ist ein Nachteil des Walkie-Talkies, wenn man gleichzeitig quatscht. Hört man sich gegenseitig nicht. Two steps north, round, head east. I don't even know. Oh, da sind aber noch mehr Bücher. Und die scheinen auch diese Zeichen zu haben und da steht auch irgendwas drauf. Jetzt bist du ein richtiger Bücherwurm oder was? Ja, nee, mir ist nur das Buch aufgefallen und auf der Rückseite ist irgendwie ein, okay, warte, kann ich das besser so lesen? Staring in the west, take two steps northbound, head east twice, then after moving north, two times. Ja, one can head for the door after taking one step towards the western wall. Kann man nicht klicken? Okay, scheinbar ist das eine Anleitung, wie wir hier wahrscheinlich weiterkommen. Das ist sehr schön, nur zum einen wüsste ich nicht, wo Norden ist in diesem Saftladen. Und zum anderen, wow, das ist sehr klein, der Bereich. Ich sehe auch keine großartigen Bodenplatten oder so, die ich irgendwie jetzt gezielt nutzen könnte. Das Einzige, was mir jetzt hilft, ist, weiß nicht, ich habe hier, wie gesagt, rote Schrift, der Answer lies. Kein Cake, der auch leid. Und ja, dieser eigentlich, das Besonderste ist hier eine Wand mit diesen Schriftzeichen und links und rechts Posten mit jeweils einem blauen Edelstein oder blauem Auge oder was sein soll. Aber Bücher helfen mir nicht weiter. Die Richtungsangaben, wie gesagt, keine Ahnung, wo ich hingehen müsste und von welcher Position aus. Also das hilft mir nicht besonders weiter. Over. Hier gibt es einige Sachen. Eine Tür beispielsweise, aber kann ich nicht öffnen. Das ist die Frage, wie lange haben wir gleichzeitig gequatscht und uns nicht gehört, gell? Hörst du mich, over? Hier ist ein Hebel. Oder es sieht aus wie ein Hebel. Nein, es ist ein Hebel. Er hält gedrückt. Hörst du mich, over? Die Hebel aktiviert. Ah! Ein Projektor. Okay, kleinen Moment. Hier ist irgendwo ein Filmband. Das muss ich in irgendein Projektor reinhauen. Vielleicht kann mir das... Kannst du mich hören? Does this shit work anyhow? Nein. Man muss auch diesen Walkie-Talkie-Knopf auch mal loslassen. Hier ist noch eine Tür und die ist auch verschlossen.
Also ich bin in einem Art Mini-Kathedrale oder so eingeschlossen mit einem Projektor. Zweistöckig, drei Türen, Schriftzeichen mit ganz vielen Augen in den Farben Blau, Rot, Grün. Ah, ich habe Ducken herausgefunden. Und hier. Between the Eyes. Ein Hinweis, Eis. Bist du noch da, Roger? Ja, ich bin noch da und vielleicht sollten wir tatsächlich irgendwas vereinbaren. Was weiß ich, klassisch over zu sagen am Ende. Weil zum Teil haben wir gleichzeitig gequatscht, habe ich bemerkt. Und natürlich hat es keiner den anderen gehört. Deswegen. Nur teilweise habe ich jetzt mitbekommen, was du entdeckt hast mit Projektor und so. Aber das mit Between the Eyes hat mir am meisten jetzt was gesagt. Weil wie gesagt, diese zwei Edelsteine sehen schon ein bisschen aus wie Augen. Deswegen schau mal da, ob du was findest. Over. Ist irgendwas zwischen den Augen, diesen Edelsteinaugen bei dir, over? Ja, yep, insgesamt 3, 6, 9 seltsam aussehende Symbole, over. Okay, beschreib mir mal bitte die Symbole von oben nach unten. Also sind drei Zeilen insgesamt von dieser Ziegelmauer. Wenn ich jetzt ganz links oben anfange, dann ist das erste Symbol ein Kreis, durch den insgesamt drei Striche durchgehen. Ein senkrecht und zwei diagonal jeweils, links von rechts und rechts von links. Unten drunter, bisschen weiter links versetzt, ist so ein, ja, Z könnte man sagen, aber gedrehtes. Und da wieder unten drunter, diesmal rechts versetzt, ist ein M mit ja, ein, zwei weiteren Strichen, damit es ein cooles Symbol abgibt. Ich kann jetzt alle noch Symbole nennen, aber du musst mal sagen, in welcher Richtung ich es erklären soll oder was dir hilft. Weil sonst ja, fällt mir jetzt keine Auffälligkeit an. Ah doch, das Z ist aus irgendeinem Grund doppelt, einmal links, einmal rechts. Aber sonst sind alle einmalig. Over. Okay, ich muss ein bisschen erkunden. Vielleicht finde ich hier noch mehr Symbole, die da irgendwie was mithelfen könnten. Ich melde mich, sobald ich was hab. Oh, ist bei dir sonst noch irgendwas? Over? Sonst war nichts Interessantes. Wir sind halt, ja, so ein bisschen Deko, Lichter, Tische, Kisten, aber. Ich kann nicht interagieren, sehe nichts Auffälliges. Und vielleicht habe ich mich in der Ecke festgebackt. Ich arbeite dran. Over. Wieso mache ich das eigentlich? Kann ich noch höher springen? Doppelsprung oder sowas? Ah, das war Ducken, okay, super, habe ich jetzt rausgefunden. Ich hänge tatsächlich fest. Es gibt keinen Respawn oder so. Okay, also ich habe hier noch ein Buch und das spricht wieder von Northwest Corner, von irgendwelchen Sachen. Und ich habe da drüben eine Map gesehen. Die muss ich mal erkunden, weil ich glaube, dass... anhand dessen könnte ich vielleicht herausfinden, wie ich mich hier rausbewegen soll. Over. Okay, also es hört sich so an, als ob dieses Wegbeschreibung-Ding vielleicht eher für ein Labyrinth oder sowas ist. Weil, wie gesagt, die Infos bringen mir jetzt nichts weiter. Vielleicht für ein anderes Rätsel. Aber ich habe das Problem übrigens immer noch. Ich komme nicht mehr aus dieser blöden Ecke raus. Wir müssten kurz neu starten und uns wieder respawnen. Over. Alles klar, over. Natürlich, genial. Deswegen auch mein Name. So, Alter. Ich habe wieder ein Walkie-Talkie. Over. Yep, ich hab's jetzt auch. Wobei du bei mir aus irgendeinem Grund jetzt plötzlich lauter bist. Over. Du
Von dem Tisch halte ich mich fern. Kurze Ergänzung zu unserem Rätsel. Die Symbole sind gleich geblieben. Auch selbe Position und alles. Allerdings die Edelsteine haben sich geändert. Vorhin waren es eigentlich zwei blaue, jetzt sind es zwei grüne. Over. Warum versuche ich überhaupt da noch hinzuspringen? Einsam hier. Bei mir sind die Symbole soweit unverändert, over. Ja, bei mir auch, wie gesagt, selbe Erklärung, nur Edelsteine, zwei blaue statt grüne. Hast du irgendwas mit Augen hast du ja vorgelesen. Ist da auch irgendeine Farbzuordnung zu den Symbolen oder so, was das bedeuten könnte? Weil die Symbole kann ich ja anklicken, ich weiß nur nicht halt, welche Reihenfolge. Over. Also, ganz oben, wenn man anfängt, die erste Zeile, das ist ein blaues Auge, also mit blauer Iris. Ja, dann kommt so ein, ich würde es wie ein A beschreiben, aber der das vielleicht meint er, ja. Horizontale Strich von dem A, von dem großen A sozusagen, in der Mitte geht nochmal ein kleiner Strich runter, das sieht dann aus wie so ein kleines T. Und dann haben wir dieses Dreizack-T. Und dann wieder ein blaues Auge. So fängt bei mir die erste Zeile an. Over. Gut. Die Zeichen habe ich jetzt. Ich kann sie mal drücken, wenn du möchtest, aber blau hilft, denke ich, nicht weiter, weil das ist das Einzige jetzt, was sich beim Respawn geändert hat. Schau mal, ob du was mit zweimal grün findest. Wahrscheinlich ist es eher die Kombi. Over. Das und welches war es? Das da hat er gesagt. Nein. Also bei grün habe ich einmal dieses M plus extra zwei Striche und dann habe ich hier so eine Art spiegelverkehrtes Z oder so ein, sieht aus wie wenn Aktien so voll in die Höhe schießen würden. Over. Und dann kommt wieder ein grünes Auge. Also zwischen den grünen Augen ist dieses M und dieses Z-Aktien-Dings, was auch immer. Haben die Z irgendeine Zuordnung zu links und rechts? Weil das ist das einzige Symbol, was bei mir doppelt ist. Einmal sehr weit links und einmal sehr weit rechts. Alle anderen sind einzigartig, also wenn die Links-Rechts-Zuordnung haben, dann auch die, kannst du mir sagen. Wahrscheinlich ist das schon die Reihenfolge. Over. Also von der Reihenfolge fängt es mit dem M an. Also als erstes kommt halt ein M und rechts davon steht halt dieses Z und um diese beiden herum sind halt zwei grüne Augen. Over. Achso, ich vergesse immer, dass Maustastenklick nicht interagieren ist. Erstes Zeichen ist ein M. Over. Das war die Rätselslösung. Bin durch, das war die Kombi. Over. Hui. Ich habe jetzt Zugang zu einem neuen Raum. Ich schaue mich gerade um. Ich beschreibe ihn dir gleich, ob ich irgendwas Interessantes finde. Over. Hier haben wir wieder den schicken Kram. Die Beleuchtung finde ich aber hier besser. Und was bist du? Als du aus diesem Raum rausgekommen bist, was hast du hinter dir gelassen? Was stand noch so in dem Raum drin? Ha! Bin gerade ein bisschen nervös, weil hier komische Geräusche gekommen sind. Erster Raum war sonst nichts Interessantes. Also, wie gesagt, Deko-Sachen. Nur Tische, Regale. Bücher habe ich jetzt auch betrachtet, aber ich konnte nichts lesen, nicht interagieren. Gar nichts, also. Ja. Ich kann auch nicht zurück, weil die Tür hat sich geschlossen, also ich könnte sowieso nicht da nochmal nachgucken. Deswegen denke ich, der erste Raum ist vollständig beendet. Und Alter, sind das seltsame Geräusche hier. Ich höre hier alles Mögliche. Den Raum kann ich auch kurz beschreiben. Ich habe hier wieder komische Symbole. Diesmal, ich denke,
alles sind neu, also keins davon ist wirklich so wie das, so wie die im ersten Raum. Das sind so ja, viereckige Kühlschrankmagneten, nenne ich es jetzt einfach. Die könnte ich da abnehmen. Und ich habe hier so ein Gemälde, sehr verstörend, mit so einem toten Kopf, Enten, V-Schnecken, Vieh. Keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Und darunter sind drei freie Plätze, wo ich anscheinend wieder die reintun könnte. Wahrscheinlich brauche ich da auch wieder eine Kombi von dir. Siehst du irgendwo andere seltsame Symbole? Also nicht dieselben, wie die wir gerade hatten. Over. Bei mir hat sich eine Tür geöffnet in einen kreisrunden Kuppelraum. Over. Okay. Ist da irgendetwas, was ich beschrieben habe? Also entweder komische Symbole oder dieses... Was weiß ich, was das für ein Vieh ist? Over. Ich habe hier sehr seltsame Viecher, die, das eine hat einen Totenkopf, Affenfüße, aber sieht halt irgendwie aus wie ein, wie ein Huhn, nur nicht mit Federn, sondern mit, Fell, und auf seinem hinteren Rücken, wie auch immer, da ist ein Gesicht drauf. Jo. Und das kommt 1, 2... zweimal vor. Dann sind da noch andere sehr seltsam aussehende Viecher. Over. Okay. Also wenn die Bilder unterschiedlich sind, vielleicht muss ich dir mein Bild beschreiben und eins davon passt zu deinen Gemälden. Ich kann dir mal jetzt Details ein bisschen beschreiben. Jetzt brauchst du sie. Also Affenfüße hat meiner nicht. Die kannst du schon mal ignorieren. Meine hat Entenfüße. Der Kopf ist das Auffälligste. Ist ein Totenkopf. Ganz normaler, menschlicher Schädel. Falls es noch andere Totenköpfe gibt bei dir. Ja, was ist das? Rücken. Hat er so ein Schneckenhaus. Als Schwanz ist das so federig. Ich bin mir unsicher, welches Tier das jetzt sein soll. Und der Hauptkörper ist so eher storchmäßig. Und mich machen hier immer noch die Geräusche nervös. Ich höre hier alles. Ich habe immer Schiss, dass man... Ich weiß gar nicht, ob man sterben kann oder so hier, gell? Ob hier gleich jemand reinstürzt. So, passt einer der Gemälde zu den Beschreibungen, die ich gegeben habe? Und wenn ja, sind da irgendwelche Symbole, mit denen ich was anfangen kann? Over. Negativ. Over. Ich schau grad. Was davon negativ? Du hast nicht das Gemälde oder du hast am Gemälde keine Symbole? Over. Totenkopf und Schneckenhaus. Also es gibt... Es gibt die verschiedensten Kombis, aber das einzigste, was... Halt, stopp. Entenfüße... Ja, ja, ist das... Guckt er nach rechts? Over? Wo guckt denn der hin, der Totenkopf? Ja, ein bisschen rechts, also nicht direkt quasi ins... zum Betrachter. Rechts, ja, würde ich sagen. Over. Dann habe ich drei Symbole für dich, over. Sehr gut, dann musst du mir jetzt diese sehr seltsamen Sachen beschreiben. Und falls es eine Reihenfolge gibt, natürlich auch am besten auch die Reihenfolge, weil, ja, wahrscheinlich macht das auch Sinn. Over. Also, das erste Symbol sieht aus wie eine Schildkröte mit einem Kreuz auf dem Rücken. Die aber aufgespießt ist und in der Erde steckt. Das zweite Symbol ist ein, keine Ahnung, sich freunder Fuchs, wenn man es als Strichmännchen malen würde, ohne Gesicht, aber halt Fuchsohren. Sich freunder Fuchs? Und das... Das da? Nächste. Warum verstehe ich das? Ist, das ist ein bisschen schwieriger zu beschreiben. Ach so, ein bisschen nach was unten einfach. Zeigendes Dreieck. Und da, wo die untere Spitze ist... Nach unten? Da ist, Hat er oben oder unten gesagt? Die Kreuzung von dem T.
Also von einem T, wie wenn man ein T zeichnen würde, sozusagen. Ja. Ich hoffe, das ist irgendwas, was brauchbar ist. Over. Obwohl es sehr seltsam beschrieben war, habe ich, denke ich, die ersten zwei Symbole kapiert. Das letzte habe ich leider nicht ganz mitbekommen. Kannst du es mir nochmal beschreiben? Over. Das letzte Symbol ist wie ein T. Also ein großes, großgeschriebenes T. Und da, wo sich alle drei Linien vom T sozusagen berühren, da wächst nach oben ein Dreieck. Allerdings endet es oben mit einer Seite und nicht mit einer Ecke. Die Ecke ist sozusagen da, wo die Linien zusammenfinden. Over. Ja, pap schon. Danke dir. Hab. Das Rätsel ist gelöst. Ich kann in den nächsten Raum. Schau auch bei dir, ob sich was verändert hat. Over.